Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie ich mein tägliches veganes Frühstück zubereite. Anfangen tun wir mit Mandelmilch, praktisch auch 100% vegan, aber du kannst auch genauso gut einen Kokosdrink nehmen oder wie gesagt, ich nehme jetzt einen Mandeldrink. Und davon nehmen wir in etwa 200 Milliliter. So, dann geben wir das da rein. Dann haben wir hier noch das Mistify. Das Mistify ist ein super Drink, hat 50% von der Acai-Beere. Die Acai-Beere wächst im Amazonas und hat einen der höchsten ORAC-Werte. Ist wirklich für unser Immunsystem unersetzlich. Kann man auch so täglich 30 Milliliter trinken. Ich gebe jetzt in dem Fall 30 Milliliter hier rein. Dann spüle ich es einmal kurz im Wasser nach, wo das wirklich alles heraus ist. Dann haben wir hier den Smart Meal Mahlzeitersatz. Smart Meal ist ein Mahlzeitersatz für eine gewichtskontrollierende Ernährung. Ich kann das auch genauso gut nur das Smart Meal nehmen, 2 Löffel, und das als reinen Mahlzeitersatz nehmen. Angenommen, du willst jetzt 10 Kilo abnehmen und machst deine 2 Mahlzeiten am Tag nur mit dem Smart Meal. Das Smart Meal hat 15 Proteine und beinhaltet alle Nährstoffe, was der Körper braucht. Ist wirklich ein super Produkt und schmeckt auch gut. Und davon nehmen wir jetzt 2 so Messlöffel oder man kann auch 2 Esslöffel nehmen. So, dann haben wir das. Dann nehmen wir eine Banane. Banane auch ein super Produkt mit Kalium und Magnesium, schmeckt natürlich auch super in dem Drink. So. Dann hier noch eine Kiwi. Kiwi ist sehr Vitamin C reichhaltig und schmeckt auch super. Obacht, dass ich mich in die Finger reinschneide. So. Und jetzt kommt das Ganze in die Höllenmaschine. Jetzt mixen wir. Aber das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Poraji. Eine Packung. Poraji beinhaltet das beste L-Arginin. Und wie ich mal in einem anderen Video erklärt habe, das L-Arginin erzeugt im Körper Stickoxide. Und diese Stickoxide machen unsere Adern wieder weich und flexibel. Das heißt, der Herz-Kreislauf-System kann ganz anders wieder arbeiten. Ganz besonders auch gut für Bluthochdruck. Das heißt, wenn ich meinen Blutdruck senken will, ganz wichtig. Aber auch sehr leistungsfördernd für Sportler. Wenn ich Ausdauersport mache, ein super Produkt. Ich gehe auch oft zum Radl fahren und wenn ich danach praktisch das Poraji nehme, der Körper regeneriert viel schneller. Ja. Aber wie gesagt, täglich einmal Poraji. So, das gehen wir auch da rein. Jetzt wird es etwas laut. Das trinke ich täglich in der Früh, lese nebenbei noch mal Zeitung und dann starte ich den Tag mit voller Energie und vor allem positiv. Und wie gesagt, besuche meine Seite www.gesundheitscoach.blog/abnehmen. Dort findest du alle Zutaten, Unterlagen,
Infos und einfach sonstige Sachen, um gesund zu bleiben. Ich wünsche dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Bleibt gesund. Bis bald, euer Heinz. Servus, ciao. Schmeckt einfach super. Das, wenn du einmal gemacht hast, machst du das immer. Ciao.